habe eigentlich Religion und Deutsch auf Lehramt studieren wollen und weiß nicht, bin dann irgendwie darüber auf Religionswissenschaft gekommen und hier hängen geblieben. Ja. Für mich sind das alle Interessierten, die nicht mal unbedingt viel mit Religion zu tun haben, sondern einfach Bock haben, Leute kennenzulernen und sich irgendwie mal hinter die Kulissen zu wagen auch. Meine Lieblingsthemen waren am Anfang die Antike, die mich super begeistert hat, vor allem griechische Mythologie. Aber irgendwann bin ich so in die neureligiösen Bewegungen abgedriftet, weil das einfach viel... Ich würde sagen, dass man mit dem Abschluss nur Taxi fahren kann. Bei mir ist es Durkheim, der mich irgendwie seit dem ersten Semester verfolgt, Religion als soziale Tatsache zu sehen.